Hitler töten. Das war Stauffenbergs Ziel. Doch warum scheiterte das Attentat? 20. Juli 1944. Wehrmachtsoffizier Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, trifft im Führerhauptquartier Wolfschanze ein. Er soll bei einer Lagebesprechung mit Hitler berichten. Im Voraus plant Stauffenberg gemeinsam mit Verbündeten den Umsturz der Nazi-Regierung und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs. Hitler soll getötet werden. Doch die Besprechung findet unerwartet früher statt. Unter Zeitdruck macht Stauffenberg mit einem Verbündeten nur die Hälfte des Sprengsatzes scharf. Im Besprechungsraum herrscht Gedränge. Stauffenberg kann die Tasche mit dem Sprengstoff nicht direkt neben Hitler abstellen. Er deponiert sie am Tischende, die Tischplatte dämpft die Explosion. Zudem stehen alle Fenster offen, die Druckwelle kann entweichen. Vier Menschen sterben, doch Hitler überlebt.